Japaner, oh, Japaner, oh. So, ja, und jetzt noch Tier 8 und schon wisst ihr genau, was los ist. Oberwackboss hat hier ein Replay eingesendet vom japanischen Oho. Ist hier Top-Tier mit seinem 8er in ein 7er und sogar 6er Gefecht gelandet. Und dementsprechend schauen wir doch mal, was er hier auf der veränderten Muruwanka so reißen kann. Man sieht, das Gegnerteam hat hier eine Arti, so wie sein Team auch, aber die Gegner-Arti ist ein bisschen nerviger mit der RV-304-Arti. Und gerade hier auf dieser Karte kann die echt stören. Aber alles andere, ansonsten glaube ich, ganz entspannt machbar. Jetzt muss er eben nur noch sich für eine Seite entscheiden, weil das ist so der Nachteil natürlich, dass ein schneller Flankenwechsel mit diesen Panzern alle nicht so toll und gut ist. Er entscheidet sich wohl für den ehemaligen Zauberwald. Jetzt ist er nicht mehr ganz so verzaubert, jetzt ist er dann doch eher nur noch behügelt. Die ersten Gegner gehen schon auf, aber auf nichts kann er bis dato wirken. Oh doch, da hätte er. Ja, da fährt er sogar nochmal zurück. Ja, nee. Dann doch nicht. Da war der VK einfach zu schnell zerstört. So, da hinten OI, IS-3, ein Typ 62, alles so gefühlt zwar in Reichweite, aber immer noch alles weg von ihm. Aber er fährt wohl erstmal in die Stellung, die er sich schon von Anfang an ausgedacht hat. So wirkt es zumindest. Um dann ordentlich wirken zu können. Oh, hier ist 3. Ja. Da klappt's. Der steht jetzt hinterhalb des Hügels leider. Da kommt er also nicht drauf. Ah, die hält hier auch schon rein. Man hat es hier schon ploppen gehört. Er ist natürlich für die Arti ein tolles Ziel, also noch größer kann man den Panzer fast ja gar nicht bauen, dass man auch ja gehittet werden kann. Nur die Arti hat sich noch gar nicht auf ihn eingeschossen, also von dem her hat er hier noch Zeit. Kann sich jetzt eben erstmal dem STA widmen. Jetzt ist er offen. So, nochmal einen auf den STA. Ah, das ist er zu. Da. Perfekt, gut, dass er geschossen hat. Ah, Low Roll, Mist. Sonst wäre er eigentlich schon weg gewesen. So, ja, sehr schön geschossen. Oh, jetzt der T-34 da von der Seite. Er hat hier ordentlich zu tun. Mit Easy 8 und allem drum und dran. IS-6 hier unten. Der steht schön seitlich, da kann er gut drauf. Ah, leider kein Durchschlag. Zieht ihm nur die Kette. So, der T-34 von hinten prallt ab. Der war ein schlechter Schuss. Auf den Deckel, wenn er die Seite so angezeigt bekommt. Würde ich da nicht oben drauf schießen. Ich weiß nicht, warum er da so da auf den Turm zielt. Der ging nicht durch. Dann muss ich mal mit Oberwackboss im TS sprechen, was er sich da gedacht hat. Macht er nicht nur einmal, macht er gleich mehrmals. Will er da auf die Kommandantenkuppel schießen oder was? Aber der zeigt doch die ganze Seite. Habe ich jetzt gerade einen Brainfart oder komme ich jetzt gerade nicht mit? Da, der Seite. Da, ja, also. Geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt. Oh, genau, sehr gut. Der T-34-1, der verzweifelt langsam an ihm. So, gleich nochmal aufs Laufrad schießen. Genau. Müsste nochmal gekettet sein und auch noch da den Schaden und mit dem nächsten Schuss nochmal das gleiche. Ah, nee. Er bleibt stehen. Boah. Das war jetzt knapp. Ich dachte echt, er bleibt da stehen. Aber gut, jetzt kann er sich eigentlich dem T-34 da widmen. Ziel erfasst.
So, Auto-Aim und weg damit. Ja. So, jetzt auf den IS-6. Der schaut auch gar nicht auf ihn. Oh Gott. Da prallt er ab. So, 10 Rammschaden. Jetzt aber, komm. Nein, nein, ja, da mittig. Nein, ja, okay, oben geht's auch. Ja. Also entweder so wirklich mittig da vorne, wo dieses Viereck ist, da kommt man beim IS-6 gut durch. Kommandantenkuppel geht auch natürlich, wie immer, aber die ist halt nicht so leicht zu treffen wie bei anderen Panzern. Oder halt seitlich. Da ist, wo der IS-6 dann gut durchschlagen werden kann. zu 9. 3 Kills hat er. Und 3100 Schaden hat er gemacht. Jetzt sind die Gegner natürlich verhältnismäßig weit weg. Nachteilig für den Panzer. Weite Strecken zu fahren, das ist nicht so unbedingt sein Spezialgebiet. Aber er hat ja zum einen noch ein paar mittlere Panzer hier im Team. Und es gibt ja auch noch langsamere Panzer als ihn. Das muss man ja auch mal sagen. Also von dem her könnte es auch noch schlimmer kommen. Da, der Churchill ist offen. Da oben wird man, steht natürlich immer gerne einer in den Büschen und wartet. Das ist nichts Neues. Die Arti wurde bisher noch gar nicht gespottet. So, da ist der erste mit dem Typ 62. Kommt aber nicht drauf, der ist schon wieder im Rückwärtsgang. Also vielleicht sollte er jetzt wirklich schauen, ob er den Churchill findet. Na, wo ist er? Oh, jetzt wird man gern helfen und anschieben. So ein bisschen. Gut, man wird bei dem Gewicht zwar in keinster Weise irgendwo helfen können, aber man wird es halt trotzdem gern. So, jetzt ist er offen. Ziemlich wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, der Typ, aber der Churchill kommt auch noch raus. Und da ist die Arti. Ah, schade, schießt dann daneben. Ja, der Churchill hat natürlich ein One-on-One gegen so ein Oho ganz, ganz schlechte Chancen. So. Jetzt kettet er ihn wieder. Hat hier jetzt die Seite, wobei der Churchill jetzt den Chito wegmachen konnte. So, wieder auf das vordere Laufrad geschossen, dementsprechend nach wie vor gekettet. Ja, da ist natürlich die Panzerung sehr ordentlich, die er hier halt hat. Und das Naso nimmt den raus. Und jetzt fehlt nur noch die Arti und dafür steht er so gut, die müsste eigentlich machen können. Außer sie ist hier schon. Ne, da ist sie. Auto-Aim, Arti wollte noch einen Schuss setzen, aber der vierte Kill mit 4071 Schaden gebührt ihm. Ich muss sagen, die Japaner gefallen mir vom Spielstil her sehr gut und ich glaube, wäre auch eine Reihe für mich, die ich mir mal ansehen werde. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung als Kommentar dazu zu den Japanern hier gerne unter dem Video lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.